Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tekken 2. Wir haben in der letzten Folge Bruce penetriert und werden jetzt mal den in Anführungsstrichen letzten erstmal nehmen. Also danach werden wir natürlich noch mit ein paar anderen spielen, aber so laut der Liste ist das quasi der letzte. Ich erzähle dann jetzt einfach mal weiter. Hier, Roger ist ein bisschen seltsam, weil er ist ja entweder ein Känguru oder ein Dinosaurier, ne? Ich finde, wie gesagt, dass wenn man in ein anderes Land zieht, sich in ein anderes Land integriert, gezwungen oder nicht, spielt ja keine Rolle, sollte man... Ach ja, übrigens, ich wollte noch am Ende der letzten Folge sagen, dass Bruce mir ziemlich mächtig vorkam, also das war jetzt nicht so schwer, mit dem durchzuballern. Ja, ich finde, man sollte schon in der Lage sein, mit einem öffentlichen Bus fahren zu können, und wenn man eben halt den Busverkehr aufhält, sollte man einfach zu Fuß laufen, sich ein Taxi nehmen oder so. Aber das müssen die Ausländer ja natürlich nicht machen, ne? Ich meine, das sind halt Ausländer und wir sind in Deutschland, also im Grunde, ne? Die dürfen ja eh machen, was sie wollen. Aber wie gesagt, das ist ja quasi nicht die Schuld der Ausländer, sondern es ist ja der Staat hat ja daran Schuld, ne? Also von daher. Naja, und dieser Typ, um jetzt nochmal zurückzukommen, irgendwie war ich ja, glaube ich, da. Dieser Typ, der, also es kam dann eben halt, wie gesagt, ich wurde ja gehostet, bla bla bla, und nach einigen Stunden kamen dann eben halt so Leute rein, die sich über das, also ein Spezieller, der sich über das beschwert hat, was ich gesagt habe, so von wegen, hey, Ausländer und so, wo ich ja, wie gesagt, eigentlich nur meinte, dass der Staat ja an sich Schuld hat und ich ja, quasi, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde halt deren Länder aufbauen und den Krieg beenden, aber der Krieg wird halt nicht beendet, weil die Leute ja von diesem Krieg profitieren. Deutschland profitiert von dem Krieg, Russland, Amerika, und dass es im Grunde eh ein Ost-West-Konflikt immer noch ist, ja. Teile des fernen Kriegsgebietes werden von Amerika unterstützt, der andere Teil wird von USA unterstützt, und im Grunde ist es seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten, ist es ein Russland-USA-Problem. Und Deutschland ist eben halt der Schoßhund von Amerika und lästert deswegen natürlich immer über Russland, so oft er kann. Und jedenfalls meinte der Typ dann eben halt, dass es natürlich nicht genug Ausländer in Deutschland gibt und es gäbe ja auf einen Ausländer würden ja 200 Deutsche kommen. Das könnte man ja überall in den Nachrichten und im Internet lesen. Überall findet man diese Statistiken. Und dann habe ich halt so im Livestream gemeint, also er hat halt geschrieben, er war ja der Zuschauer. Ich habe dann halt so gemeint, okay, gut. Und wenn ich jetzt quasi auf 35 Seiten posten würde, dass ich Jesus bin, wäre das dann auch automatisch wahr. Was er natürlich überhaupt nicht verstanden hat, weil die Menschen von heutzutage sind halt nicht in der Lage, Die können halt nicht denken, sie sind nicht in der Lage, das irgendwie nachvollziehen zu können oder so. Er hat mich dann so gefragt, was hat Jesus jetzt mit Asylanten zu tun? Also, er war nicht in der Lage, meine überspitzten Darstellungen verstehen zu können. So wie viele andere das auch nicht tun können, weil sie halt minderbemittelte kleine Kreaturen sind, die man im Grunde auch nur abschlachten kann, weil sie unser Leben nicht wirklich bereichern. Und, naja, letzten Endes meinte ich dann irgendwann, ich habe ja League of Legends gespielt und habe das dann irgendwann nur noch gelesen, und letzten Endes meinte ich dann so, ja, weißt du, pass auf, ich finde diese Argumentation jetzt nicht wirklich aussagend, diese Fakten von wegen, man könnte das überall im Internet nachlesen, ja, ich meine, man sollte nicht unbedingt alles glauben, was im Internet steht. Ich habe auch noch hinzugefügt, dass ich natürlich nicht damit sagen möchte, dass es nicht stimmt, was er da gesagt hat, sondern einfach das, dass man das auch schon durchaus hinterfragen sollte, was da so im Internet steht. Und dass Deutschland natürlich nie irgendwas posten würde, was die negativ dastehen lassen würde. Aber ich tu deine Meinung im Endeffekt tolerieren, und damit ist das Thema auch dann für mich beendet. Und er hat dann aber weitergemacht, ja, er hat dann wirklich, was weiß ich, glaube 10 Minuten oder so weiter diskutiert und meinte so, ja,
Das ist ja toll, dass du meine Meinung tolerierst, aber ich akzeptiere deine Meinung nicht. Ich habe diskutiert und diskutiert und diskutiert. Und irgendwann, ich habe Zeugen, wirklich, ich habe mir das nicht ausgedacht. Ja, ich habe Moderatoren, ich habe Zeugen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, gut, pass auf. Was machst du denn hier noch, wenn du meine Meinung nicht akzeptierst, wenn du mich als Nazi bezeichnest? Wieso haust du da nicht einfach ab? Und dann meinte ich halt irgendwann so, ja, okay, gut. Gut, dann müssen wir dich eben halt zum Abhauen zwingen. Und dann habe ich ihn blockiert. Und ja, das war während einer League of Legends Runde. Und ich glaube, 10 Minuten später kamen dann irgendwie 4 neue Zuschauer hinzu. Und haben dann so gefragt, ob sie mitspielen dürfen. Und ich dann natürlich so, klar. Und ja, ich war dann mit 4... Ich glaube, nee, einer war schon vorher drin, so mit 3 Zuschauern, glaube ich, mit 3 neuen Zuschauern war ich dann eben halt in so einer League of Legends Lobby. Und ja, ihr könnt ja vielleicht schon erahnen, was dann passiert ist. Der Typ, beziehungsweise die Typen haben dann halt einfach zweimal Ari gebannt. Und das fand ich natürlich nicht so toll. Ich habe dann aber, ich bin ja nicht irgendwie ausgerastet oder so, ich habe mir dann schon gleich... Ich kann natürlich 1 und 1 zusammenzählen. 1 und 1, der Leiter für Kundenunzufriedenheit, Marcel Davis. Und meinte dann nur so, ja, okay, kein Problem, ja, kann ja mal passieren. Ich meine, woher sollte ich jetzt wissen, dass ich dann wieder mit minder bemittelten Menschen zu tun habe? Ihr solltet halt einfach, wenn ihr sowas macht, solltet ihr nur daran denken, dass ihr mir da mit im Grunde bestätigt, dass ich recht habe, ja. Dieser Typ da hat mich als Untergrund-Nazi bezeichnet, ja, und meinte halt, dass ich mich nicht ordentlich informiert hätte, weil ich würde ja diese 38 Millionen Seiten, auf denen steht, dass auf einen Asylanten 200 Deutsche kommt, würde ich ja nicht glauben. Und ich würde mich falsch informieren, man sollte nicht über Politik reden, wenn man keine Ahnung hat und... Kleiner Horizont und so, ne, das, was man eben halt immer über, in Anführungsstrichen, Nazis sagt, dass sie minder bemittelt sind, keine Ahnung haben. Und gleichzeitig wird er aber von mir toleriert, ignoriert, blockiert und seine erste Reaktion darauf ist, meinen Stream zu sabotieren, ja. Das ist so lustig, weil man das wirklich auf jede andere Situation jetzt beziehen könnte. Bezüglich der, sage ich mal, der Merkel-Anhänger und der, in Anführungsstrichen, Nazis. Also einfach, zwischen den Merkels und den Menschen, die einfach für ihr eigenes Land einstehen. Noch so minimal. Dass, diese Leute zu einem immer sagen, man sei unterbelichtet, man sei minderbemittelt, man hätte die falsche Meinung. Die versuchen einen zu bekehren. Und im Endeffekt greifen sie dann zu solchen Maßnahmen. Eigentlich das, was man ja von den bösen Menschen quasi erwartet. Ja, zu unser einem wird dann irgendwie immer gesagt, man würde auf falsche Maßnahmen zurückgreifen. Man würde irgendwie gewalttätig reagieren oder niveaulos reagieren. Man könnte nicht richtig argumentieren. Und was machen solche Menschen? Sie sabotieren einen Stream und machen sich über einen lustig. Und zumal, das war ja noch nicht alles. Ich hatte ja, bei dem Stream hatte ich ja leider dieses Twitch-Alert nicht an. Also für die Leute, die es nicht wissen, es gibt sowas, das nennt sich Twitch-Alert. Das sorgt immer dafür, dass ich sehe, wenn mich einer abonniert oder mir einer Spenden da lässt. Das sehe ich immer unten und wird auch in den Stream eingeblendet. Das hat an dem Tag nicht funktioniert. Sprich, ich musste das manuell nachschauen und, wenige Stunden, nachdem das dann alles passiert ist, habe ich dann mal bei meinen Followern nachgeschaut. Also bei den Leuten, die mich dann neu abonniert haben. Und dann habe ich da tatsächlich Abonnenten bekommen, die da hießen, wer das liest, hasst Schwarze und Nazi Forever. Solche Leute haben mich dann abonniert. Sprich, der Typ hat, nachdem er meinen Stream mit irgendwelchen möchte gern Gutmenschen sabotiert hat, hat er mich dann auch noch mit mehreren Accounts abonniert. Wer das liest, hasst Schwarze und solche Leute halt. So hießen diese Leute. Und ja, ich hab mehrfach in diesem Stream zu diesen Menschen gesagt, ihr beweist mir damit nur, wie sehr ich doch recht habe.
wie minder bemittelt ihr doch seid. Ihr seid ja noch nicht mal in der Lage, meine Meinung zu akzeptieren. Obwohl ich ja gesagt habe, dass das, was ich sage, was ich vermute, dass Deutschland halt irgendwann zu viel hat, nicht wahr sein muss. Das wurde nicht akzeptiert, ja. Ich habe seine Meinung akzeptiert, aber er meine nicht. Und, naja. So, das war die eine krasse Sache. Die nächste krasse Sache war dann einige Stunden, nachdem das alles passiert war. Und zwar hatte ich dann, glaube ich, ja, einen ganz, ganz netten Zuschauer. Ich mag den auch gerne nennen, weil ich deren Reaktion immer noch nicht wirklich nachvollziehen kann. Das war der Sanity Forever, beziehungsweise die Sanity Forever, weiß ich leider nicht so genau. Diese Person war wirklich super freundlich, ja, die hat 2-3 Stunden zugeschaut und hat mich auch immer gelobt und meinte so, ja, ach, lass dir von den anderen nichts sagen, spiel wie du willst, mach was du willst, du machst das schon richtig, man hört, dass du eine richtig nette Person bist und so weiter und so fort. Also, ich dachte mir schon so, wow, ey, vielleicht wird das ja, mache ich diese Person zu meinem nächsten Moderator. Also, diese Person war mir wirklich sehr, sehr sympathisch und dann habe ich einfach mal, zweimal, nach einigen Stunden habe ich dann zweimal Allahu Akbar gesagt, innerhalb von wenigen Minuten, weil wir haben da eben halt so eine League of Legends Runde gehabt, wo der gegnerische Spieler ja quasi immer in den Tod gerannt ist, also der hat wirklich Scheiße gebaut und da fällt mir eben halt immer nur Allahu Akbar ein und wow, der Typ ist quasi ausgerastet, ja. Also da gab es noch einen anderen Typ, der hat mir wieder einen Vortrag gehalten und Sanity meinte einfach nur, boah, nee, das geht gar nicht, das ist mir jetzt zu heiß, das Thema. Ich verlasse jetzt den Stream, ne, wo ich dann auch so meinte, ja, das ist ja sehr, sehr schade. Man kann stundenlang, kann man der netteste und tollste Mensch auf Erden sein. Und wenn man dann in 5 Minuten etwas in Anführungsstrichen falsch macht, was einem nicht passt, das ist übrigens eine sehr, sehr faire Kombo. Der ist noch nicht mal fertig. Ja, dann wird man gehasst, ne. Das ist so Klischee, das ist ja nicht das erste Mal. Das war ja bei mir in der, was weiß ich, in der Schule, im Praktikum, im Ausbildungsbetrieb auch so. Dass ich konnte alles auf der Welt richtig gemacht haben. Wenn ich einmal einen falschen Tag hatte oder eine falsche Woche, dann wurde ich sofort gehasst und alles, was ich davor gemacht habe, war nichtig. Und genauso stellte ich mir das übrigens auch gerade mit diesem Let's Play hier vor. Ja, dass sich die Leute hier dieses Let's Play, dass sich das restliche Drittel anhören von diesem Let's Play und sich dann so denken, boah, was für ein Arschloch, ey, und dabei alles andere vergessen. Beziehungsweise vielleicht haben sie das auch gar nicht gesehen. Man weiß es ja nicht, den Rest. Also wenn das neue Zuschauer sind, haben sie meine anderen Let's Plays bestimmt noch nicht gesehen. Aber ich gehe auch davon aus, dass alteingesessene Veteranen genau das gleiche denken würden von mir, weil sie eben halt vielleicht wirklich minder bemittelt sind. Und, ja, das hat mich schon sehr, sehr schockiert, ja. Zumal, was ich auch, was das Ganze auch noch lustiger macht, ist die Tatsache, dass ich, gestern auf der Seite nightbot.de mir, den Chatverlauf im Nachhinein nochmal durchlesen konnte. Also es gibt, bei Nightbot gibt es etwas, gibt es einen Log, der alle Chat-Einträge aus den Livestreams speichert. Also alle der letzten paar Wochen. Und da habe ich Einträge von Sanity gelesen, die ich während des Streams gar nicht so für voll genommen habe, beziehungsweise die ich dann im Nachhinein wieder vergessen habe, die das Ganze doch dann ziemlich widersprüchlich erscheinen lassen. Ich habe auch, glaube ich, das war in der selben League of Legends Runde, einige Minuten vor dem Allahu Akbar Debakel. Wir haben ja gegen Singed gespielt. Oder nee, wir hatten, glaube ich, ein Singed im verbündeten Team. Da habe ich mich hingestellt und gesagt, dass ich bin gestorben und Singed war irgendwie noch am Leben und ist vor den Gegnern weggerannt. Oder sogar auf den Gegner zugerannt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die Gegner mächtig viel Gas abgekriegt. Und dann habe ich so gesagt, ja, Singed, vergaß sie alle, weißt du, weil Singed
muss man einfach dazu sagen, Singed ist ja so ein Champion, der greift mit Gas an, ja, also das ist jetzt auch nicht irgendwie, hat jetzt auch keinen Hintergedanken oder so, das ist einfach ein Champion, der greift mit Gas an, mit Biowaffen. Und da habe ich das so gesagt und Sanity schreibt, lol, vergaß sie alle, XD, ja, hat diesen Witz quasi, hat diesen Witz befürwortet. Und wenige Minuten später sage ich Allahu Akbar und dann schreibt diese Person, boah, das ist mir jetzt aber zu heiß. Sehr, sehr interessant, ne, überhaupt gar keine Doppelmoral, die Person. Aber ja, das fand ich halt wiederum auch sehr, sehr traurig, dass man... Vor allem, ich war sehr, sehr schockiert in dem Moment, das habe ich dann auch gesagt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so heftig eskalieren kann. Zumal das Geilste war ja, dass da jemand im Stream war. Der hat mir ebenfalls auch schon ein paar Stunden zugehört an dem Tag. Und der meinte dann so, Leute, regt euch ab, ich bin Muslime und ich finde das auch lustig, ja. Das war so das Geilste. Wo ich mir auch so dachte, ja, schaut mal, selbst der Moslem ist auf meiner Seite, ja. Wenn ich Allahu Akbar sage. Und ich meine, ich habe das ja auch nicht böse gemeint. Ja, also einerseits finde ich es halt wirklich lustig. Es gibt ja viele Allahu Akbar Videos im Internet. Andererseits finde ich es natürlich nicht lustig, ja, wenn jemand sich in die Luft jagt und andere Leute damit tötet, dann ist es einfach nicht lustig. Aber ich habe dann eben halt auch zu dieser anderen Person gesagt, die da diskutiert hat, dass es A, schwarzer Humor ist und B, ist es auch irgendwo eine Satire, eine Botschaft, die euch mitteilen soll, dass mich dieses ganze Asylantenthema auch ziemlich provoziert, ja. Also ich rede ja auch, ich habe in den letzten Monaten bewusst so viel über dieses Ausländerthema geredet, einfach weil mich das provoziert, ja. Ich muss in der Schule über die Asylantenpolitik reden, im Nachrichtenbereich hört man nur über Asylanten, man hört überall hört man nur noch Ausländer, 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 ja. Ist jetzt völlig egal, ob man positiv über die redet oder ob man vielleicht ab und zu negativ über die redet. Ich mag das einfach nicht hören. Es gibt so viele andere Sachen, die auch noch wichtig sind. Wie beispielsweise, dass der Osten immer noch weniger verdient als der Westen. Ja, also es gibt auch sehr, sehr viele innenpolitische Probleme. Man redet aber schon seit Jahren nur über die Ausländer, ja. Sogar die prominenten Menschen kommen mittlerweile zu kurz wegen den Ausländern. Nicht, dass mich die interessieren würden. Ja, also dann doch lieber über Ausländer reden als über Prominente. Weil die sind ja eh für den Arsch. Aber mich provoziert es einfach, weil ich ein Mensch bin, der schnell von Sachen gelangweilt ist, ja. Wie gesagt, wenn jemand fünfmal denselben Witz erzählt, bin ich gelangweilt. Wenn jemand fünfmal über dasselbe Thema redet, bin ich gelangweilt. Wenn jemand fünf Stunden lang dasselbe Spiel spielt, bin ich gelangweilt. Ich brauche immer halt Abwechslung. Und deswegen regt mich das megamäßig auf. Sprich, wenn ich Allahu Akbar sage, dann finde ich das einerseits traurig, einerseits schrecklich, einerseits witzig. Und die letzte Seite möchte damit einfach nur sagen, Leute, redet mal über irgendwas anderes, das nervt. Das habe ich ihm auch so gesagt. Er dann aber so, hey, das ist kein schwarzer Humor, hey, leck mich am Arsch. Ja, also ich meine... Das mit dem schwarzen Humor ist ja immer so eine Sache, aber die Sache ist einfach, dass Menschen wie ich das differenziert sehen können, ja. Ich meine, ich lache ja auch sogar über den Pedobären. Ja, es gibt eine fiktive Person, die kennt ihr sicherlich alle, die nennt sich Pedobär. Also das ist ein pädophiler Bär, der ja gerne mit Minderjährigen rummacht, mit Menschen, die ja unter 10 Jahre alt sind, also ein Kinderliebhaber, ja, der Pädobär. Das heißt aber nicht automatisch, dass ich Pädophilie lustig finde, ja, aber Menschen wie ich können das, wie gesagt, differenzieren, sie können Realität von Fiktion unterscheiden. Sie können sich über den Pädobären lustig machen, aber gleichzeitig die Tatsache, dass es Pädophilie tatsächlich gibt, auch kritisieren und verabscheuen und würden das niemals befürworten, ja. Genauso ist es bei Allahu Akbar, ja.
Wenn jemand, ich glaube, der Film hieß 300 oder so, wenn der Typ aus 300 Allahu Akbar schreit oder SpongeBob Allahu Akbar schreit, dann finde ich das mega lustig. Aber wenn jemand draußen jetzt bei mir Allahu Akbar machen würde, würde ich das nicht lustig finden. Und das ist so eine Sache, die sehe ich persönlich als normal an, aber viele Menschen haben damit ein Problem. Das heißt aber nicht automatisch, dass es falsch ist, sondern das heißt eigentlich nur, dass die anderen Menschen behindert sind. Das ist ja, das muss auch nicht, das ist ja auch nicht nur auf Humor bezogen. Ich habe auch beispielsweise damit kein Problem. Ach, guck mal, da ist Alex. Nee, das ist Alex, ach, so war das. Genau, ich glaube, das habe ich auch gelesen, dass man als Roger irgendwie Alex freischalten kann oder so. Bei mir ist es auch so, dass, das habe ich auch schon zwei, dreimal erzählt, dass ich kein Problem damit habe, Insekten in Spielen zu töten. Ja, wenn ich Resident Evil spiele und da eine Riesenspinne oder so ist, dann macht es mir nichts aus. Ja, dann kann ich die locker töten. Aber wenn ich im realen Leben eine Spinne oder so sehe, dann renne ich schreiend weg. Sprich, das bedeutet, dass ich, ja, Realität von Fiktion unterscheiden kann und mich dementsprechend entweder lustig drüber machen kann oder mich halt davor ekeln kann. Sprich, ich habe ein Gehirn, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Sorry, falls ich heute wieder ein bisschen abgefuckt rede. Ich habe ja jetzt die letzten Tage nicht wirklich aufgenommen. Mein Hirn funktioniert und euer Hirn funktioniert nicht. Das ist die Kernaussage. Wenn sich jemand über schwarzen Humor aufregt und meint, ich würde Allahu Akbar in Realität lustig finden, nur weil ich Allahu Akbar in der Fiktion verwende, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass ich ein intellektueller Mensch bin und die Person, die sich darüber aufregt, ist ein inkompetentes, minderbemitteltes Hurensohnwesen, welches man im Endeffekt auch nur missbrauchen, vergewaltigen und zum Putzen verwenden kann. Das jetzt mal wieder ein bisschen überspitzt auszudrücken. Ich benutze überspitzte Darstellungen übrigens, um meinen Standpunkt besser, auf den Punkt bringen zu können. Wie sagt man das? Ja, ich möchte, dass man meinen Standpunkt besser nachvollziehen kann. Und ich würde auch behaupten, dass man das mit überspitzten Darstellungen gut machen kann. Weil diese Darstellungen eben halt super extrem sind und man sie eigentlich nur verstehen kann dadurch. Aber im Umkehrschluss ist es ja nicht so. Ist ja genauso wie letzte Folge, wo ich gesagt habe, jo, okay, du sagst also, dass auf einen Asylanten 200 Deutsche kommt, dass das überall im Internet steht. Okay, das heißt, wenn ich jetzt überall poste, dass ich Jesus bin, dass ich dann auch Jesus bin, oder was? Ich werde natürlich nie Jesus sein. Ja, selbst wenn andere Menschen das mir glauben würden, würde ich nie Jesus sein können. Das war einfach nur eine überspitzte Darstellung. Und das hat derjenige nicht verstanden. Und wenn ihr das nicht versteht, wenn ihr wirklich irgendwie denkt, ich würde andere minderbemittelte Menschen vergewaltigen und missbrauchen wollen, dann seid ihr einfach wirklich minderbemittelt. Und vielleicht wurdet ihr wirklich mal vergewaltigt. Nein, das war jetzt nicht lustig. Aber versteht ihr? Ihr seid einfach, um das jetzt auf den Punkt zu bringen, ihr seid einfach, in meinen Augen seid ihr nichts wert. Wenn ihr Menschen mit schwarzem Humor kritisiert, weil ihr selber diese Denkprozesse nicht abrufen könnt, dann seid ihr es meines Erachtens nach einfach nicht wert. Dann solltet ihr euch wirklich das Leben nehmen oder einfach solche Menschen in Ruhe lassen. Wirklich, ohne Spaß. Das provoziert mich sehr. Ja. Ich meine, das war ja auch schon in der Schule und so weiter so. Wenn mich jemand am Montagmorgen zum Beispiel gefragt hat, was ich am Wochenende gemacht habe, und ich gesagt habe, ich habe am Wochenende bis zum Vergasen trainiert oder bis zum Vergasen gespielt, ja. Da musste ich Gruppengespräche über mich ergehen lassen, wo 15 Leute auf mich eingeredet haben und gesagt haben, du, pass auf, das ist nicht lustig. Ja, wo ich denen dann auch versucht habe zu erklären, dass ich Realität von Fiktion unterscheide und dass ich die Fiktion sehr, sehr lustig finde. Ja. Wenn ich mir jetzt persönlich so vorstelle, wie eine Oma mit Krückstock draußen rumläuft und Allahu Akbar schreit, dann finde ich das sehr, sehr lustig. Wenn das aber in Realität passieren würde, würde ich das vielleicht gar nicht mehr so lustig finden.
Wie gesagt, das sind Denkprozesse. Sorry, falls ich mich da wiederhole. Ich denke halt immer, dass ich dass mir minderbemittelte Zuschauer zuschauen könnten. Und deswegen wiederhole ich alles 80 Mal. Im Endeffekt bringt es aber trotzdem nichts, weil sie würden es nach dem 100. Mal immer noch nicht verstehen. Euer Gehirn funktioniert nicht. Mein Gehirn funktioniert. Bitte lasst mich in Ruhe oder bringt euch um. So. Und dementsprechend würde ich auch mal sagen, tun wir jetzt mal den Kazuya umbringen. Weil, habe ich noch irgendwas? Ja, ich habe schon noch was zu erzählen. Na, wann habe ich mal nicht etwas zu erzählen? Sollte man sich jetzt an dieser Stelle fragen. Naja. Naja, naja, naja. Dam, 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 da, dam, dann bin ich da. Dam, 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 da, da. Naja, naja. Dam, 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 da. Keine Ahnung, wie mir das jetzt in den Sinn kam, aber. War mal uns ein Lied. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Ach, genau, das war ein Weihnachtslied. Das musste ich mir damals auch geben. Ja, ich fand. Damals fand ich das schon schlimm, wenn wir in der Schule basteln mussten und so. Weil ich das ja auch alles nicht so gut konnte, ja. Wenn ich da den Weihnachtsbaum oder den Weihnachtsschmetterling oder sonst was, Weihnachtsschmetterling, lol. Wenn ich da irgendwas nicht perfekt ausgeschnitten habe, da wurde ich sofort in die Mangel genommen, ohne Spaß. Da wurde mir dann zum 100. Mal gezeigt, wie ich eine Schere zu verwenden habe und ach komm, das ist doch nicht so schwer und hey, stell dich mal nicht so an und da wurde mir wieder Arbeitsverweigerung unterstellt und so. Das ist so krass, dass die Leute noch nicht mal damals irgendwie meine Schwächen akzeptiert haben, ja. Es gibt halt Leute, die motorisch nicht so wirklich viel können, die motorisch ein bisschen ungeschickt und unbeholfen sind. Aber selbst damals wurde das nicht akzeptiert, da hieß es dann einfach, jo, du musst dich mehr anstrengen, genau. Sag mal einem Rollstuhlfahrer, musst dich mehr anstrengen. Was, du kannst nicht laufen? Nee, 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 streng dich mal mehr an, ja. Das war jetzt auch wieder eine überspitzte Darstellung für meine minderbemittelten Zuschauer, falls ihr das nicht gerafft habt. Wie? Basteln und Rollstuhlfahrer? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube, ich muss mir nochmal German Let's Play anschauen. Den verstehe ich besser. Der macht Videos auf meinem Niveau. Ja. Sowas denke ich von vielen Leuten da draußen, ohne Spaß. Also ihr seid alle so minderbemittelt, Mann. Müsst euch ja da hängen gehen, ganz ehrlich. Nicht nur, dass ihr existiert und behindert seid, nein. Ihr mischt euch auch noch in mein Leben ein und versucht mich zu unterbuttern. Ihr versucht mir die minimale Lebensfreude und dieses minimale Selbstvertrauen, welches ich noch habe, wegzunehmen, indem ihr mir sagt, dass ich falsch bin. Dass ich dumm bin, dass ich die falschen Ansichten habe. Ihr seid diejenigen, die dumm und inkompetent und minderbemittelt sind. Ihr müsst euch umbringen gehen, ganz ehrlich. Was, ich soll zur Therapie gehen? Vielleicht solltet ihr euch einfach mal erschießen. Da würde es mir auf jeden Fall besser gehen, ohne Spaß. Alter, ich werde schon seit bestimmt 3 Minuten... Ja, zumal es ist Double KO und ich krieg trotzdem Game Over. Ich würde diese Folge jetzt schon ganz, ganz gerne beenden, aber Kazuya lässt sich nicht umbringen. Das finde ich sehr, sehr schade. Ah, komm schon. Los jetzt. Nein, Alter. Der Kazuya ist genauso wie Bruce. Der macht unglaublich krassen Schaden, ey. Was, wir sind schon bei 16 Minuten. Scheiße. Fuck. Ich dachte immer, ich wäre in den letzten 5, 6 Folgen immer so im 10-Minuten-Bereich gewesen. Oh Mann, ey. Ja, wie gesagt, ich habe noch viel zu erzählen, aber das ist jetzt... bisschen unpassend, würde ich sagen. Nicht, dass ich dann irgendwie anfange und dann kommt die Zwischensequenz und dann habe ich wieder den vergessen, wo ich war und bla. Aber gut, so wie das jetzt hier aussieht. Gott verdammt, ey. Ja, sprich, dann haben wir, wenn wir den jetzt hier endlich mal schaffen, haben wir noch Kazuya, Devil Kazuya, Alex und Angel. Ja. Nicht der jetzt von Buffy, der Angel. Oh Gott, das muss ich auch noch gucken, ey. Das habe ich ja irgendwie mal dann aufgehört. Grundlos. Schätze, weil die Ferien vorbei waren. Ja, Supernatural muss ich noch gucken. Angel muss ich noch alle Staffeln gucken. Buffy muss ich noch 2, 3 Staffeln gucken. Das war auch so mega behindert, weißt du? Da lief... Wann war denn das?
Ich glaube, das war sogar bis Ende 2013, Anfang 2014 oder so lief. Jeden Mittwoch, glaube ich, kamen zwei Folgen Buffy. Ja, was an sich schon eine Frechheit war, weil die kamen ja auch sehr, sehr spät. Ich glaube, um 22 Uhr oder irgendwie sowas oder 21 Uhr kamen zwei Folgen Buffy. Naja, und die habe ich dann immer geguckt und irgendwann kamen die halt nicht mehr. Und das hat mich sehr, sehr provoziert. Weil ich zwei Folgen in der Woche an sich schon ziemlich wenig fand. Naja, muss ich auf jeden Fall auch noch gucken. Originals, dieses Jahr Vampire Diary, South Park. Habe ich ja bei Devil May Cry 3 auf dem Schwierigkeitsgrad hart erzählt. Gucke ich ja jetzt auch wieder. So eine Tage ungefähr, genau, ich kann irgendwie ja nicht reden. Eine Folge ungefähr am Tag, also habe ich noch einiges in den nächsten paar Monaten zu gucken, bevor ich mir dann letzten Endes das Leben nehme, weil mich keiner auf YouTube lieb hat und auf der Welt. Naja, 9 Monate sollten reichen für alle Serien. Komm schon, Devil Jin, jetzt geh mir nicht auf die Eier, Alter. Kann doch nicht wahr sein. Bäm, ja, okay. Er hat ja auch viele, LOL, krieg ich das vielleicht jetzt nochmal hin? Er hat sehr, sehr viele Attacken von King. Vielleicht ist er ja Kings, Schüler oder so. Ach komm, und dann beendet er es auch noch so ein Arschloch. Du bist ein Feigling, ja genau. Oh Mann, ey. Alter, okay. Das erinnert mich so an die ersten Tekken-Folgen von vor 3 Jahren oder so. Ja genau, schaut euch das an. So ein Huso. Hat er mich einfach zu Tode gegrabt. Nein. Oh, jetzt geht's wieder los. Ich habe gerade keinen Bock mehr. Kannst du bitte aufhören? Kannst du... Oh, ja, geil. Okay. Nee, jetzt mal ohne Spaß. Ich würde gerne schon diese Folge beenden. Wie wär's einfach mal? Es ist auch so ein Mensch, oder? Er ist nicht wirklich ein Mensch. Es ist auch so eine Kreatur. Kreatur trifft's ganz gut. Die wirklich minder bemittelt ist, aber auch einfach nicht aufhört, ja? Das ist, Leute, das hier, was ihr hier seht, ist quasi gerade metaphorisch mein Leben. Ich versuche immer wieder aufzustehen, mich zu wehren, aber diese bösen und inkompetenten Hurensohn-Menschen hauen mich immer wieder auf den Boden. Aber ich greif an und das, Leute, das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Ihr werdet alle niederknien müssen. Ja, entweder das oder ich gehe mich umbringen. Eins von beiden. Oh Gott, diese Hüpfanimation. Okay, ja, hat er quasi das Turnier gewonnen und dann seine Freunde befreit oder was? Nein, hier soll natürlich keiner niederknien, ne? Nur mal für den Fall, dass ihr wieder den Witz nicht versteht, weil ihr minder bemittelt und inkompetent seid. Ne? Versteht sich schon von selber. Aber, naja, man muss es ja trotzdem immer wieder erwähnen, weil ihr alle nicht bis 13 könnt. Schwaches, armes Volk. Ich würde mal sagen, wir speichern einmal sicherheitshalber und schauen mal, ob wir jetzt tatsächlich Alex freigeschaltet haben. Safe. Okay. Yo, schauen wir mal. Nicht wirklich. Muss ich vielleicht eine andere Taste drücken? Ich drücke mal jetzt Viereck. Okay, oder habe ich vorhin Viereck gedrückt? Vielleicht mal Dreieck drücken? Okay, das war es jetzt auch nicht. Dann drücke ich mal jetzt Kreis. Ich weiß gerade wirklich nicht. Ah, okay, ja, Kreis, alles klar.
Warte mal, dann mag ich auch gleich mal gucken, ob das bei den anderen Charakteren auch so ist. Aber wir haben ja hier Devil Jin. Angel, alles klar. Ja, genau. Konnte man jetzt ebenfalls mit der Kreistaste freischalten. Wenn ich jetzt X gedrückt hätte. Okay, bei X wäre es auch Angel gewesen. Hm. Ja, es sind ja so Sachen, da kommt man nicht unbedingt drauf. Ja gut, Leute, da würde ich mal sagen, ballern wir in der nächsten Folge. Ich würde mir die schon gerne zum Schluss aufbehalten. Ich weiß aber halt jetzt nicht, ob Alex eine eigene Zwischensequenz hat. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ja, ich würde mal sagen, wir ballern in der nächsten Folge mit Alex durch. Sicherheitshalber. Hoffentlich werde ich da nicht enttäuscht. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya. Wie auch immer da draußen ist. Eigentlich ist ja gar keiner da draußen vor dem Fernseher.